So, und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, haben das Lager, ja, sag ich mal, ein bisschen geräumt. Ja, ein bisschen geräumt ist, glaube ich, nett ausgedrückt. Wir haben jeden hier natürlich weggehauen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Und ja, bedeutet, wir könnten jetzt... stimmt, wir sollten fliegen. Das war's ja. Wir sollten fliegen, weil wir ja den nächsten Zauber lernen müssen. Da bin ich aber gespannt. So, warte mal, wir können hier die Ballons wieder kaputt machen. So. Die Ballons sind euer Ziel, das ist gut. Das ist sehr gut. So, und... Zack. Na bitte. So, wo müssen wir jetzt nicht... Boah, 1000! Klar! Ist ein bisschen weiter entfernt. Ein bisschen in der Nähe der Brücke da fliegen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt sein muss, dass man hier so einen Sturzflug da macht, aber gut. Okay, wo sind wir denn hier? Achso, wir fliegen dorthin. Können wir einfach schnell reisen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ah, können wir hier weiter. Tja, offiziell hätten wir nicht damit fliegen können, aber egal. Wir können's. So. Nehmen wir noch den Boost hier mit. Ach ja. Hui. Ah. So. Genau so. Sehr schön. Hi. Ha. Hi. Kleines. Wieder mit Petrificus Totalus. Lass mich in Ruhe. Halt du doch still. Ja, mach das mal als Huhn. Petrificus total bock, bock! Oh, das hat den schon... Expulso. Au. Nein! Ja, gut, dass sie mich getroffen hat. Ja, Glück. Boah. Nein. Ja. Au. Hui. Was heißt, mehr haben wir wohl nicht drauf. Okay. Sehr schön. Uiuiuiui. Ja, es sind deutlich mächtigere Zauberer, als die wir bisher kennenlernen durften. So, zack. Okay.
transportiert und ein Tuch gegeben, nicht mein Bester. Zack. Aha, immer wieder. So. Mit Confringo konnten wir den wenigstens jetzt schon mal. Uiuiui, nein. Aua. Es war eigentlich klar, dass wir damit nicht. Hier sollte. Du enttäuschst mich. Akio. Tu ich das. Uiuiui. Ui, ganz wichtig. Protego. Ach du meine Güte, sind da viele. Das war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Au. Ich kenne deine Art. Okay. Ihr seid schwach. Expulso! Protego! Du bist ausgewichen. Ja. Für dich. Nein, ah, damit habe ich nicht gerechnet. Akio, ist das ein Million? Akio. So, ganz wichtig. Ach, wenn man halt hört, welchen Zauber sie anwenden wird, dann ist das gut. Dann sind wir halt ein bisschen vorgewarnt. Uiuiui. Sehr schön. Ah, da hinten ist sie. Dieses Hühnchen. Gut. Rebellion. Hi. Confringo. So, das zählt wenigstens schon mal als abgeschlossen. Zack. Confringo. Sehr schön. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Ja, aber den kleinen Fratz, den können wir noch nicht retten. Leider. Sehr gut. Fliegen wir mal weiter. Da haben wir wieder Ballons. Wir wieder zum Platzen bringen wollen. Zack. Und hier, da hinten ist ja auch ein Schloss. Achso, ja, was heißt auch ein Schloss? Das ist Hogwarts. Was ist denn los? Krass, da ist ja Hogwarts. Bin ja schon ein wenig überrascht. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Das war am Ende nochmal knapp. Okay. Verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Sehr gut. Hier verlangsamt oder hält an?
Was? So oft wie möglich üben. Vielleicht. Sollen wir jetzt da. Hier. Was hatten wir da? Akio? Nee. Wingardium Leviosa könnte sein. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich den hier. Arrest im Moment. Weiter so. Arrest im Moment. Oh, da kann man einige Hits landen. Ja, das wird nützlich sein. Madame Kogawa, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Im Unterricht erwähnten Sie die Quidditch-Mannschaft von Toyohashi. Ja, die Toyohashi Tengu stammen aus Japan. Dominant, bekannt für hartes Training. Sie trainieren an der Mahō-Tokoro-Schule für Zauberei. Und kämpfen sowohl gegen die raue See und die wilden Stürme, als auch gegeneinander. Turnierspiele fallen den Tengu fast immer leichter als ihre Trainingsstunden. Sie sind also ein Fan? Ein Fan? Ich sollte einmal Teil des Teams werden. Und ich wäre eine Tengu geworden, wenn ich nicht Pech gehabt hätte. Ich kenne das Gefühl. Manches liegt einfach nicht in unserer Hand. Und manches schon. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich habe mein eigenes Glück geschmiedet. Ich wurde von jemand Vertrautem verraten. Mir selbst. Ich konnte nicht klar sehen und habe es bitter bereut. Meine beste Freundin Asuka und ich wurden herangezogen, um im Team zu spielen. Ich als Hüterin, sie als Jägerin. Sie war atemberaubend. Sie hat sich einmal durch drei Spieler geschraubt und gepunktet, bevor sie auch nur gesehen wurde. Aber die Probespiele für die Tengu rückten näher und sie geriet in Panik. Mir wurde das Ausmaß ihrer Panik erst klar, als es schon zu spät war. Sie wollte so sehr, dass wir beide zusammenspielen, dass sie Felix Felicis in unseren Tee schüttete, noch bevor wir unser Können auf die Probe stellen konnten. Was ist Felix Felicis? Ein Zaubertrank? Er ist auch als flüssiges Glück bekannt und ist in jedem Zaubersport illegal. Ich wusste innerhalb von Minuten, dass etwas anders war. Ich hatte nie so gut gespielt. Und Asuka spielte schöner, als ich es je zuvor gesehen hatte. Als ich sie später zur Rede stellte, gab sie zu, was sie getan hatte. Ich zog mich aus der Auswahl zurück. Und zwar sofort. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie wussten nichts vom Zaubertrank im Tee. Das ist unwichtig. Meine Flugkünste waren nicht meine eigenen. Damit konnte ich nicht leben. Also zog ich meine Bewerbung zurück und erklärte ihnen, warum. Und ich verbrannte meinen Besen. Was war mit Asuka? Musste sie ihren Besen auch verbrennen? Asuka spielte zwei Saisons lang für die Tengu. Sie haben sie nicht gemeldet? Wirklich? Es war nicht an mir, ihr Schicksal zu bestimmen. Ich bestimme mein Schicksal. Und sie bestimmen ihres. Vielen Dank, Madame. Ich werde mir diese Worte merken. Sehr nett. Aber krass. Lumos. Interessant, was wir alles so über unsere Lehrer immer neu dazulernen. Ja, komm. Gehen wir zum Turm. Gehen wir zum Turm, machen wir die Quest. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Kann ich nicht? Leviosa. Ui. Er ist geflogen. Zweifellos schon lange verlassen. Hier waren wir, ne? Ja, genau. Hier waren wir. Ich erinnere mich.
schön war's. Gut. Meine Freunde, hier seid ihr im Weg. Da unten sind ein paar nicht so freundliche Lebewesen scheinbar. Na, lassen wir sie. Was sind hier die Blumen? Bin ich gewundert. Bin ja auch schon ein bisschen genervt. So. Mondstein. Ganz wichtig. Alles ruhig mitnehmen. Können wir immer gebrauchen. Sehr schön. Das ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Da hinten, ey, das ist sehr interessant. Hier drüben. Ja. Ich sehe sie. Wir sind nicht allein. Nein. Rainrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Beeilung. Sehr gut. Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Ha. Deswegen konnten wir Petrificus Totalus wirken. Erklärt's. Wirken Sie aus Ihrem Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Gut gemacht. Zum Glück haben wir ja ein wenig das Schleichen geskillt. Boah, ich glaube, die werden das sehen. Den juckt das gar nicht, hä? Warum nicht? Petrificus Totalus. Als ob wir die Mission komplett stealth machen können. Spätestens hier muss es doch auffallen. Wer ist da? Oh, er sieht uns nicht. Das ist das Gute daran. Okay. Krass. Das war die Petrificus Totalus. Sehr schön. Ja, das lief ja schon mal ganz gut. Ja, da drin finden wir wahrscheinlich was. Ah, hier sind natürlich ein paar Münzen. Die nehmen wir gerne mit. Truhe nehmen wir auch mit. Oh, so viel Cash. Ja. Revelio. Ich glaube, Fick weiß auch nicht wirklich, wo wir... Ich komme hier gar nicht rein. Ein dekorativer Schulumhang. Oh, wir könnten uns verschönern. Ja. Und natürlich Talente skillen. Das ist ganz wichtig. Schleichen. Aber dafür brauchen wir Stufe. Ah, können wir ja jetzt. Oh, das wäre echt fies. Ha! Petrificus Totalus, der auf verschiedene Gegner trifft.
Verlangsamungsfluch, ja. Zaubersprüche. Versius Beherrschung. Ich weiß nicht. Bock, das Confringo-Ding, das könnte schon interessant sein für uns. Ja, das könnte auch noch interessant sein. Ah, ich weiß nicht. Hoho. Das ist echt fies. Okay, da kommt es dann natürlich aufs Timing an. Ach du meine Güte. Ne. Also. Was haben wir hier? Kopfschmerz. Maximaltrank, das haben wir ja schon gesehen. Ich hätte aber gesagt, wir nehmen das Confringo Ding. Das können wir definitiv brauchen. Ja, da brauchen wir halt den Verwandlungszauber. Boah, andauernder Fluch. Was war denn für ein Fluch? Blutfluch. Mit einem verfluchten Schadensgefügten. Was können wir denn für einen Fluch nehmen? Verlangsamt. Ja. Sehr schön. Und hier können wir natürlich noch nicht rein. Rebellion. Versuche die Anwesenheit der. Aber haben wir ja. Was? Da unten, aber. Da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja nur hier. Und hier haben wir die Anwesenheit der Kobolde untersucht. Hier vielleicht? Befehle. Direkt von Renrock. Diesem Befehl nachsuchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Du wirst bluten. Echt? Meinst du? Es ist kein Problem darin zurückzukommen. So. Sehr schön. Oh, wir müssen nur 60 Kobolde bewegen. Kobolde waren schon immer feindselig gegenüber Zauberern. Aber das hier ist irgendwie anders. Ja, durchsuchen wir mal den Turm. Wir sollten reingehen. Das dürfte der Eingang sein. Komm, sie ist verschlossen.
Wie? Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Bitte. Rebellion. Ja, klar. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Akio. Also, hier haben wir halt wieder das Zeichen, was wir sonst auch haben. Oder die Spuren, wie auch immer. Natürlich. Wir müssen wirklich Merlins Prüfung abschließen, damit wir weitere Plätze hier kommen. So, das war's nicht. Wir wollten Ausrüstung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir wollten. Ach ja, den Umhang. Genau, den Umhang. Den wollten wir uns angucken. Oh, so ein Luxusumhang. Das ist doch super. Und ja, Körperdeckung wäre ja das. Und da würden wir nichts verbessern. Wenn wir eher nur schlechter machen. Etwas downgraden. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. Rebellion. So. Willkommen in Senbakars Turm. Hi. Oh, ich will die Sachen hier nochmal durchlooten. Ist jetzt mein Turm. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Kann ich jetzt Alhomora lernen? Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. In der Nähe des Eingangs. Das könnte überall sein. Ach so, klar, das war der Punkt, den wir gefunden hatten. Rebellion. Aber hier. So ein bisschen weiter weg. Okay.